A2.2. Berechnen Sie den Flächeninhalt A des Trapezes CDEF. Unten Zwischenergebnis am Mauchwinkel, QPS sind 63,43 Grad. Okay, Flächeninhalt Trapez würde ich empfehlen, als erstes in der Formelsammlung mal die Flächenformel fürs Trapez zu suchen. Flächeninhalt vom Trapez ist 0,5 mal A plus C mal H. A und C sind hier die beiden zueinander parallelen Seiten im Trapez, entspricht also hier der Strecke CD. Die ist hier unten und die Strecke FE. Ja, das sind die parallelen Seiten, das kann man hier für A und C einsetzen, können wir also gleich schreiben. 0,5 mal CD haben wir hier plus FE oder EF. Und als Höhe haben wir hier eigentlich die Strecke QR drin. So, CD ist bekannt. Hoffe ich doch. Schauen wir nach. Hier oben stehen CD mit 10 cm. Kennen wir also schon. Prima. Prüfen weiter. EF haben wir gerade berechnet, beziehungsweise steht hier unten in der Aufgabe. Wir haben eine vorherige Aufgabe berechnet. Steht auch im Zwischenergebnis drin. Ist auch bekannt. Prima. So, QR kennen wir nicht. Steht nirgendwo dabei. Das müssen wir jetzt noch berechnen. Wir schauen uns das QR mal wieder an. Ich empfehle hier immer zu überlegen, in welchem Dreieck liegt diese Strecke QR drin. Und markiere das mir mal. Also die Länge möchte ich berechnen. Suche ich mir ein Dreieck. Es gibt hier mehrere, zum Beispiel QSR wäre möglich oder auch QRP, das untere. Ich nehme jetzt einfach mal, ja, warum auch immer, das untere Dreieck PQR. Hat ja eigentlich den Hintergrund, weil hier schon was im Zwischenergebnis drin steht. Ja, der Winkel QPS spielt damit rein. So, also QR suche ich. Jetzt gehe ich mal in das Dreieck rein und überlege mir, was kenne ich alles in diesem Dreieck. So, brauche ich noch eine Farbe, nehme ich mal blau. Ich kenne die Strecke PR. Die steht hier oben. PR sind 3 cm. Ich kenne die Strecke PQ, steht auch hier oben, nebendran sind 4 cm. So, und diese Seite ist gesucht, die Strecke QR. Wie komme ich jetzt drauf? Schau mir an, was ist es für ein Dreieck? Das ist ein ganz normales, allgemeines Dreieck, kein spezielles. Das heißt, ich kann nur mit Sinussatz oder mit Cosinussatz in diesem Dreieck herumrechnen. Für den Sinussatz bräuchte ich zwei Seiten und zwei Winkel. Da ich momentan noch gar keinen Winkel kenne, klammere ich jetzt den erstmal aus zum Ausrechnen. Für den Cosinussatz bräuchte ich drei Seiten und einen Winkel. Naja, eine Seite ist gesucht, zwei Seiten sind bekannt. Das mit den drei Seiten wäre eigentlich schon super. Allerdings fehlt mir noch der Winkel. Na, wenn ich jetzt auf das Zwischenergebnis gucke und sage Winkel QPS, ja, ist genau der Winkel hier unten drin. Der da. Das ist der Winkel QPS. Ja, und im Prinzip, das ist genau noch der fehlende Winkel zum Cosinussatz. Ja, ich brauche den Winkel, der gegenüber der gesuchten Seite liegt, um den schön aufstellen zu können. Und dann würde er wunderbar funktionieren. Also muss ich jetzt erstmal hergehen und den Winkel QPS berechnen. Das mache ich jetzt hier über einen Zwischenschritt. Also Schritt 1, Winkel QPS. Berechnen. Wieder gleiches Spiel. Ich suche mir wieder ein Dreieck, in dem dieser Winkel QPS drin liegt. Naja, das Dreieck ist ja schon gegeben, nämlich Q, S und P. Aus dem kenne ich schon alles. PQ sind 4 cm, QS steht ja auch oben drin mit 8 cm und die Strecke PS haben wir gerade in der vorherigen Aufgabe berechnet. Also sind alle drei Seiten bekannt. Es ist ein rechtwinkliges Dreieck. Ich kann also Sinus, Cosinus und Tangens benutzen, egal was davon. Ich suche mal eins aus. Ich nehme jetzt den Tangens. Hat eigentlich der Vorteil, weil dann habe ich gerade Zahlen. Ja, 4 und 8 muss ich dann einsetzen. Ist schöner als dieses, als die 8,94. Da kann dann vielleicht ein Zwischenergebnis anders gerunden sein und dann 4 von der Musterlösung ein bisschen abweichen. Also, Tangens vom Winkel, QPS. Für den Tangens brauchen wir die Gegenkathete und die Ankathete. Gegenkathete liegt gegenüber vom Winkel, ist also die Strecke QS.
und die Ankathete liegt am Winkel an, ist also die Strecke PQ. So, wenn ich den Winkel alleine haben möchte, kann ich entweder das dann in den Solver eintippen oder über Tangens hoch minus 1 rechnen. Tan hoch minus 1 ist gleich, setze ich gleich ein, QS waren die 8 cm und PQ waren 4 cm. Das rechne ich aus dem Taschenrechner und da kommen jetzt hier die angegebenen 63,43 Grad raus. So, damit ist der Winkel hier unten bekannt. Kann ich jetzt auch blau machen. So, 63,43. Prima. Und jetzt habe ich alle Voraussetzungen für den Kosinussatz gegeben. Ja, Sinussatz würde immer noch nicht funktionieren, weil mir fehlt noch ein zweiter Winkel. Vielleicht könnten wir den irgendwie berechnen, aber wäre jetzt viel zu umständlich. Also, nächster Schritt. Strecke QR berechnen. Ja, andere Farbe. So, QR. So, und wie gesagt, habe ich schon erklärt, dass es über den Kosinussatz funktioniert. Beim Kosinussatz fängt man eigentlich immer mit der Seite an, die gegenüber vom Winkel liegt. Also in dem Fall QR Quadrat ist gleich Kathete Quadrat, schreibe ich es nochmal allgemein, PQ Quadrat plus PR Quadrat. Minus 2 mal PQ mal PR mal, oh jetzt geht mir Platz aus, muss ich ein bisschen kleiner machen, mal Cosinus des Winkels. Winkel QPS. So, setze ich alle bekannten Größen ein. QR lasse ich mal stehen. Ist gleich, PQ waren 4 Quadrat plus 3 Quadrat minus 2 mal 4 mal 3 mal Cosinus von 63,43. Wer einen Solver hat, darf den natürlich jetzt wieder einsetzen. Oder ohne Solver zieht man jetzt die Wurzel draus. QR ist gleich die Wurzel aus diesem ganzen Term hier. So, und das Wurzelzeichen darüber, das kann man jetzt wieder in jeden Taschenrechner eingeben. Und dann kommt für QR eine Länge von 3,78 cm raus. So, das war jetzt noch die fehlende Größe in unserer Flächenformel für das Trapez hier oben. Also, setzen wir alles ins Trapez ein, in die Flächenformel. CD ist bekannt, EF ist bekannt, QR ist bekannt, also können wir es jetzt komplett ausrechnen. Fläche vom Trapez ist gleich 0,5 mal 10, das war unten die Strecke CD, plus 3,99, das war hier die Strecke EF, Klammer zu, mal 3,78. So, und das tippen wir jetzt wieder in den Taschenrechner ein. Und, ja, wie gesagt, wichtig auf zwei Nachkommastellen runden, gibt dann eine Fläche von 26,44 Quadratzentimeter. Und damit haben wir die Aufgabe gelöst.